los! Sie reiten durch die Berge, fahren übers Meer. Sie finden große Schätze, jagen Dieben hinterher. Zusammen geht es besser, da macht's ihnen richtig Spaß. Zusammen sind sie spitze, denn sie bewegen was. Was sind wir? Freunde und Schlagbaumfreunde. Ja, das sind wir. Was sind wir? Freunde. Die Blimus sind ein Der Regen tanzte in den Pfützen und der Wind trieb die Blätter durch die Straßen. Tobi hatte den ganzen Nachmittag mit Max und Nenad an ihrem Lager im Wald gebaut. Doch als es anfing zu regnen, hatten sie beschlossen, lieber morgen weiterzumachen. Tobi war darüber nicht unglücklich. Am Tag zuvor hatte er sich von seinem Klassenkameraden Nenad das Fußballstadion von Playmobil ausgeliehen. Nun brannte er darauf, mit den Spielfiguren eine Runde zu trainieren, bevor er morgen gegen Nenad antreten wollte. Aus Pappkartons hatte sich Tobi Zuschauertribünen gebaut. Alle Figuren, die er besaß, hatte er um das Stadion gestellt und auf die Tribünen gesetzt. Die Anzeigetafel des Stadions stellte er auf 0:0. Tobi sah sich alles an und war sehr zufrieden mit dem, was er da aufgebaut hatte. So. Jetzt noch den Schiedsrichter auf dem Platz, den Ball dazu und los geht's. Wo habe ich denn meine drei Lieblingsfiguren? Tobi? Komm rein, Mama. Schau mal, was ich hier hab. Wow, ein Fußballstadion? Wo hast du das denn her? Gehört Nenad. Er hat's mir ausgeliehen. Stark, oder? Echt stark. Aber ich hab da mal eine Frage. Ja? Unten auf dem Esstisch liegen ein paar matte Bücher und Hefte. Das sind nicht zufällig deine? Doch, sind meine. Ich räume sie später auf. Versprochen. War's das? Nicht ganz. Wenn ich das richtig gesehen habe, sind da noch ein paar der Hausaufgaben in deinem Hausaufgabenheft nicht gemacht. Kann das sein? Ja, könnte sein. Mach ich später, okay? Machst du jetzt gleich, okay? Ach, Mama. Ich muss trainieren. Morgen will ich gegen Nenad antreten und der konnte doch schon viel länger üben, weil ihm das Stadion gehört. Weißt du? Ich weiß. Aber ich wette, Nenad muss jetzt auch seine Matheaufgaben machen. Oder er hat sie schon gemacht. Also, hopp. Okay. Ich stell nur noch kurz Emil, Liv und Sam zu den Zuschauern. So, noch den Papagei dazu. Fertig. Mathehausi, ich komme. Sind nur 4 Aufgaben. In 10 Minuten bin ich eh wieder da. Na, da bin ich ja gespannt. Mama, weißt du, was 834 minus 722 ist? Jedes Mal, wenn Tobi eine Playmobil-Landschaft aufgebaut hatte, stellte er als letztes seine 3 Lieblingsfiguren hinein. Die Playmos. Sie mussten einfach dabei sein. Es waren die ersten Figuren, die Tobi geschenkt bekommen hatte. Er glaubte, dass es ganz besondere Figuren waren. Tobi hatte ihnen sogar Namen gegeben. Der Freche mit den Wuschelhaaren hieß Emil, der Kräftige mit dem gemütlichen Grinsen hieß Sam und der Name des Mädchens mit den blonden Haaren war Liv. Der bunte Papagei mit Namen Captain Tolle musste auch dabei sein. Er und die 3 Playmos waren seit ihrem Abenteuer auf einem Piratenschiff unzertrennliche Freunde. Tobi hatte die Playmos an den Spielfeldrand gestellt, genau hinter die Ersatzbank der Mannschaft mit den rot-weißen Trikots. Doch als Tobi die Tür des Kinderzimmers hinter sich schloss und runterging, geschah etwas sehr Merkwürdiges. Die Playmobil-Figuren fingen an, sich zu bewegen. Sie wurden mit einem Mal lebendig. Alles wurde mit einem Mal lebendig. Schieß dein Tor, schieß dein Tor. Auf geht's, heul auf, schieß dein Tor, schieß dein Tor. Hey, Emil. Soll ich dir sagen, wo wir diesmal gelandet sind? Du wirst es kaum glauben, Sam, aber das sehe ich selber bei einem Fußballspiel. Ist das nicht super? Ich liebe Fußball. Ja. Du wahrscheinlich nicht, Liv, oder? Wie bitte? Weil ich ein Mädchen bin, oder was? Genau. Hör mal, Sam, wenn's Fußball nicht gäbe, hätte ich ihn erfunden. Wir können gerne mal ausprobieren, wer von uns länger mit dem Ball jonglieren kann. Ich wette eine Limo, dass ich gewinne. Die Liv, die kann jonglieren.
Mit Bällen und mit Tieren. Oh Mann, Captain Tolle. Das will ich sehen, Captain Tolle. Hey, schaut mal. Die in den rot-weißen Trikots haben den Ball. Der kleine Stürmer trickst die in den blauen Trikots ganz schön aus. Jetzt steht er gut. Zieh ab. Nun schieß schon, schieß! Ah! Er ist gefoult worden. Das gibt's doch nicht. Weiterspielen. Alles okay, kein Foul. Hey, Schiri, das war im Strafraum. Das hätte einen Elfmeter geben müssen. Gemeinheit. Jetzt stürmen die Blauen auf das Tor der Rot-Weißen zu. Die Rot-Weißen Verteidiger rücken auf. Die sind zwar kleiner, aber die spielen besser. Da, das Mädchen von den Rot-Weißen versucht dem Angreifer den Ball abzuluxen. Och, das war wieder faul. Oh Mann. Er hat die Verteidigerin einfach weggeschubst. Weiterspielen, kein Foul. Der Schiri hat echt Tomaten auf den Augen. Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Der Blaue ist im Strafraum. Er schießt. Yeah! So eine Gemeinheit. Das Tor dürfte echt nicht zählen. Das war ein Foul. Ganz eindeutig Foul. Hört mal. Da weint jemand. Ja. Das ist das Mädchen auf der Ersatzbank der Rot-Weißen. Kommt, lasst uns nachsehen, was da los ist. Das ist so gemein. Das geht doch nicht. Hallo. Brauchst du vielleicht ein Taschentuch? Hier. Danke. Ich bin Emma. Emma Victoria, um genau zu sein. Wir sind die Playmos. Das ist Liv. Hallo. Das ist Sam. Hi. Und ich bin Emil. Der Papagei hier heißt Captain Tolle. Tolle heißt der Papagei? Bin immer mittendrin dabei. Hallo. Der ist ja lustig. Jetzt kannst du ja schon wieder ein wenig lächeln. Was ist denn passiert? Naja, seht euch doch mal das Spiel an. Das ist total unfair. Ich spiele in der Mannschaft aus Heudorf mit den rot-weißen Trikots. Die Mannschaft aus Hasenberg, das sind die Blauen, faulen uns die ganze Zeit. Haben wir auch schon gesehen. Warum macht denn der Schiedsrichter nichts? Och, das weiß ich auch nicht. Das ist ja das Schlimme. Vielleicht kommt er ja aus Hasenberg und ist auf deren Seite. Nein. Herr Eckert wohnt in einem Haus genau zwischen Heudorf und Hasenberg. Deswegen wird er ja auch immer als Schiedsrichter genommen. Aber trotzdem pfeift er gegen uns. Das finde ich total gemein. Und da hast du auch total recht. Aber sieh mal, es ist nur ein Spiel und da verliert man eben manchmal. Und manchmal gewinnt man. Das stimmt. Aber heute geht's um viel mehr als nur mein Fußballspiel. Warum? Es geht um die Lichtung. Welche Lichtung? Na, die am See. Die am See? Naja, zwischen Heudorf und Hasenberg liegt der Mondsee. Der heißt so, weil sich der Mond so schön darin spiegelt. Und die Lichtung ist die einzige Stelle, an der man super ein Lager bauen kann. Da ist so ein alter, knorriger Baum und an dem Baum ist ein Seil dran. Mit dem kann man sich über das Wasser schwingen. Und wenn man loslässt, dann klatscht man wie eine Bombe ins Wasser. Cool! Moment. Nicht so schnell. Und was hat das alles mit dem Fußballspiel zu tun? Na, wir haben dort unser Lager aufgebaut und die Hasenberger haben es kaputt gemacht. Warum das denn? Sie sagen, die Lichtung am See gehört ihnen. Aber das stimmt nicht. Wir waren zuerst da. Dann haben sie gesagt, wir können das ja mit Fäusten klären, wem die Lichtung gehört. Und mit Fäusten kann man nichts klären. Wissen die das nicht? Das machen doch nur hirnlose Haut-drauf-Hohlköpfe. Genau das haben wir auch gesagt. Wir haben ihnen ein Fußballspiel vorgeschlagen. Ein Fußballspiel? Ja. Wer nach dem Hin- und Rückspiel Sieger ist, bekommt die Lichtung. Das war eine gute Idee. Nein, war es nicht. Jetzt steht es 1-0 für Hasenberg. Oh nein, wir haben das Hinspiel verloren. Das Hinspiel von Heudorf gegen Hasenberg gewinnt. Hasenberg völlig verdient mit 1-0. Völlig verdient? Der hat doch wohl nicht mehr alle Löffel in der Suppe. Macht euch nichts draus. Der Stadionsprecher ist der Vater von einem Hasenberger Spieler. Der ist auch gegen uns. Alle sind gegen uns. Wir werden das Rückspiel morgen bestimmt wieder verlieren. Dann können wir die Lichtung vergessen. Also ich finde, das geht echt so weit. Finde ich auch. Was meint ihr? Sollen wir? Na klar. Was wollt ihr machen?
Na, das, was wir immer machen. Wir helfen. Was sind wir? Freunde. Ich kann euch nicht hören. Wir sind unschlagbare Freunde. Genau. Die Plemos begleiteten Emma Victoria zu den anderen Spielern der Heudorfer Mannschaft. Paul Leon, der Stürmer, Jesse Phil, der Torwart, und Lilly Fleur, die Verteidigerin, die so gemein gefault worden war, standen fassungslos am Spielfeldrand. Erschöpft tranken sie aus ihren Wasserflaschen. 0-1. Das Hinspiel um die Lichtung am Mondsee hatten die Heudorfer verloren. Ah, oh Mann, mein Schienbein. Dieser Luca von den Hasenbergern hat mich einfach umgehauen. Lass mal sehen, Lilly. Oh weia, das gibt einen schönen blauen Fleck. Und trotzdem haben wir das Tor kassiert. Tut mir leid, Paul. Aber bei dem Schuss konnte ich nichts machen. Mach dir nichts draus, Jesse. Der war auch nicht zu halten. Stimmt, der Schiri hätte längst abpfeifen müssen. Hey, wer seid ihr denn? Wir sind die Playmos. Ich bin Sam, das hier ist Liv und das hier ist Emil. Der Papagei... Na, ihr Flaschen? Habt ihr immer noch nicht genug? Wer ist das denn? Das ist Luca. Der Spielführer der Hasenberger. Was willst du, Luca? Willst du dich für das Foul an Lilly entschuldigen? Oh, was? Ich glaube, ich höre nicht recht. Entschuldigen? Guter Witz. Das war internationale Härte. So spielt man heutzutage Fußball, mein kleiner Paul. Das war einfach nur unfair. Sonst nichts. Und ich bin nicht dein kleiner Paul, ist das klar? Oh, nicht aufregen, Kleiner. Du musst nicht traurig sein, nur weil ihr verloren habt. Wir waren einfach die Besseren. Ihr habt gefault und der Schiedsrichter hätte das pfeifen müssen. Mit besser hat das gar nichts zu tun. Was sind denn das für Weichspüler, Paul? Habt ihr euch ein paar neue Spieler gesucht, weil die alten so schlecht sind? Du rotzfrecher Rasenrüpel. Hey, hey, hey. Mal ganz langsam, du Knilch. Was willst du von uns, Luca, hm? Du wirst es kaum glauben, aber auch ich habe ein ganz weiches Herz. Ich wollte euch kleinen Warmwasserwaschlappen ein Angebot machen. Ein Angebot? Ja. Ich wollte euch anbieten, dass wir das Rückspiel morgen ausfallen lassen und ihr euch einfach geschlagen gebt. Dann erspart ihr euch die peinliche Niederlage. Ich meine, dass ihr verliert, steht ja fest. Was? Wie bitte? Naja, ihr könnt's euch ja überlegen. Wenn ihr unser Angebot annehmt, schickt uns einfach einen Botschafter. Ansonsten sehen wir uns morgen auf dem Spielfeld. Dann machen wir euch platt und die Lichtung gehört uns, kapiert? Also dann, ihr Flaschen. Ich muss weg. Wir müssen unseren Sieg feiern. Was sollen wir nur machen? Wie meinst du das, Paul? Luca hat recht. Es wird morgen genauso laufen wie heute. Sie werden uns überrennen, umschubsen und der Schiri wird wahrscheinlich nicht pfeifen. Sie werden gewinnen und wir können nichts dagegen machen. Das ist doch nicht dein Ernst. Paul hat recht, Emma. Die sind einfach zu stark für uns. Das sind sie nicht. Ihr könnt gewinnen. Und wie? Moment mal, seht ihr das? Was denn, Emil? Da drüben, beim Parkplatz. Luca spricht mit dem Schiedsrichter. Wie heißt er gleich nochmal? Herr Eckert. Was haben die denn miteinander zu reden? Da ist doch irgendwas faul. Ich schleich mich mal ran, okay? Bleibt ihr hier. Emil, aber... Lass ihn, Liv. Emil weiß, was er tut. Du hast gesagt, wir können gewinnen, Sam. Wie hast du das gemeint? Ihr müsst einfach an euch glauben und ihr müsst eure Stärken nutzen. Unsere Stärken? Was sind denn unsere Stärken? Ihr seid zwar kleiner, das stimmt, aber ihr spielt besser. Ihr dürft euch nur nicht auf die Zweikämpfe um den Ball einlassen. Da sind euch die Hasenberger körperlich überlegen. Genau. Ihr müsst versuchen, mit schnellen, kurzen Pässen zum Tor zu kommen. Zack, zack, zack. Und keine weiten Flanken. Die Hasenberger sind größer. Deswegen kommen sie besser an die hohen Bälle ran. Haltet den Ball flach und gebt schnell ab. Dann gewinnt ihr. Wow. Hey, ihr habt ja richtig Ahnung. Aber das, was ihr da vorschlagt, können wir noch nicht so gut. Das müssten wir erst trainieren. Na dann, worauf wartet ihr noch? Du meinst... Genau das meine ich. Trommelt eure Mannschaft zusammen. Dann üben wir das. Jetzt! Paul Leon, Jesse Phil und Lilly Fleur waren überrascht. Aber was Sam und Liv ihnen erzählt hatten, hatte Hand und Fuß. Also holten sie die anderen Spieler ihrer Mannschaft, die bereits auf dem Heimweg waren, zurück. Unter der Anleitung von Sam und Liv übten sie das Kurzpassspiel. Konzentriert und ausdauernd ließen die Heudorfer Spieler den Ball zwischen sich hin und her laufen.
Anschließend spielten sie 3 gegen 3. 1-2 Ballkontakte, mehr nicht. Dann musste der Ball weitergegeben worden sein. Ball annehmen, schauen, weiterspielen. Zum Schluss gab es noch ein Spiel auf ein Tor. Gut angenommen, Emma. Und jetzt gib's zu Lilly ab. Okay, hier. Super Pass, Emma. Lilly, jetzt zu Paul. Alles klar. Paul, hier. Hab ihn. Zieh ab, Paul. Oh. Juhu. Tor. Sehr gut, Paul. So müsst ihr es morgen machen. Ja. Yeah. Och, Menno. Den hätte ich haben müssen. Mach dir nichts draus, Jesse. Das war ein super Schuss von Paul. Aber du musst dich halt auch überwinden und nach dem Ball hechten. Dann kommst du noch ran. Du meinst so richtig abspringen und dann im Dreck landen? Ja, das macht jeder gute Torwart. Wenn du es richtig anstellst, dann tust du dir auch nicht weh dabei. Der Torwart landet zwar im Dreck, doch ist der Ball dann nicht im Eck. Genau, Tolle. Ganz einfach. Kannst du mir das zeigen? Ich kann dir das zeigen. Du, Liv? Na klar. Also. Hey, seht mal, wer da kommt. Emil, hast du was herausgefunden? Naja, Herr Eckert, der Schiedsrichter, saß schon im Auto und wollte losfahren, als ich dazu kam. Ich habe gerade noch gehört, wie er zu Luca gesagt hat, sie sollen das hier nicht auf dem Sportplatz besprechen. Luca und die anderen sollen heute Nacht zu ihm kommen. Heute Nacht? Ja. Um 22 Uhr. Der Schiedsrichter bespricht mit der Hasenberger Mannschaft etwas mitten in der Nacht? Das kann doch nur eins bedeuten. Die stecken unter einer Decke. Die hacken irgendwas aus, damit wir morgen wieder verlieren. Genau, Paul. Aber was? Das werden wir herausfinden. Wir müssen sie belauschen. Und was sollen wir machen? Ihr übt, bis ihr umfallt. Quatsch, Sam. Sie haben heute ein schweres Spiel gehabt. Und morgen wird's nicht einfacher. Ja, okay. Also, was schlägst du vor? Ich zeige Jesse jetzt noch, wie man nach dem Ball hechtet. Du übst mit dem Rest nochmal die kurzen Pässe. Zack, zack, zack. Und dann reicht's und alle gehen nach Hause und schlafen sich aus. Liv? Ja? Hast du mal überlegt, wo wir eigentlich schlafen? Nö. Habt ihr vielleicht eine Idee? Bei mir geht's leider nicht. Wir haben schon Besuch. Bei uns sind gerade die Handwerker. Da geht's leider auch nicht. Paul? Meine Eltern haben verboten, dass jemand bei uns übernachtet, weil ich die Woche schon 2-mal bei Jesse übernachtet habe und er bei mir. Und jetzt soll mal Pause sein, haben sie gesagt. Lustig. Das haben meine Eltern auch gesagt. Und jetzt? Sollen wir vielleicht auf dem Fußballplatz übernachten? Auf dem Fußballplatz nicht, aber ich hätte da so eine Idee. Emma Victorias Idee war großartig. Tatsächlich sollten die Plemos in der freien Natur übernachten. Aber natürlich nicht auf dem Fußballplatz. Emma hatte an die Lichtung am See gedacht, wo das Lager der Heudorfer stand. Die Plemos waren sofort begeistert. Nachdem die Mannschaft das Kurzpassspiel und Jesse Phil, der Torwart, das Hechten nach dem Ball trainiert hatte, flitzten die Kinder nach Hause und holten für die Plemos Schlafsäcke, Luftmatratzen, Taschenlampen, Limonade, Würstchen, Ketchup, Zwiebeln... Zwiebeln? Na gut, Zwiebeln. Chips, Toastbrot und Marmelade. Voll bepackt zogen sie zusammen mit den Plemos zu ihrem Lager am Mondsee. Wow, das ist echt super hier. Wie lange habt ihr in der Hütte gebaut, Paul? 3 Wochen. Unsere letzte Hütte war noch größer. Aber die haben die Hasenberger ja kaputt gemacht. Ja, aber wenn unser Wachturm wieder ganz aufgebaut ist, dann sieht sie aus wie die alte. Echt klasse. Will noch jemand ein Würstchen? Ich glaube, die sind jetzt fertig. Ja, ich. Aber verbrenn dir nicht die Finger, Sam. Keine Angst. Ich bin Würstchen-Grill-Weltmeister. Hast du das nicht gewusst? Kann mir noch jemand eine Flasche Limo geben? Mir auch. Mit Würstchen und mit Limonade? Ist die Nacht nicht ganz so fade? Gib mir die Kronkorken von den Limo-Flaschen, Emma. Ich mach sie fest. Was machst du? Ich mach die Kronkorken mit einer Schraube an unserem Wachturm fest. Guckt mal, wir haben schon ganz viele von den Dingern hingeschraubt. Eines Tages wird der ganze Turm bedeckt sein. Wie so eine Ritterrüstung. Wow, klasse Idee. Apropos Rüstung. Eure Ausrüstung ist auch etwas verbesserungswürdig. Habt ihr keine richtigen Fußballschuhe? So mit Stollen? Nee, Sam, die haben wir leider nicht.
Aber wir haben sie alle auf dem Wunschzettel für Weihnachten stehen. Na, das kann ja noch dauern. Aber egal, ihr schafft das auch so. Schließlich ist der Rasen trocken. Und morgen sieht's auch nicht nach Regen aus. Sag mal, wo ist denn eigentlich das Haus von diesem Schiedsrichter, Herr Eckert? Auf der anderen Seite vom See. Ihr müsst am Ufer entlang laufen und dann ein kurzes Stück durch den Wald. Dann stoßt ihr auf einen Holzzaun. Über den müsst ihr drüber klettern. Aber seid leise. Herr Eckert hat einen großen Hund. Der ist zwar alt und hört nicht mehr so gut, aber bellen kann er immer ziemlich laut. Ja, und beißen kann er vielleicht auch noch. Okay, um den kümmere ich mich. Ich kann ganz gut mit Hunden. Ich muss jetzt leider los, Leute. Sonst gibt's Ärger. Es wird gleich dunkel und dann muss ich zu Hause sein. Ich auch. Ich auch. Wartet, ich komm auch mit. Also bis morgen. Wir erzählen euch dann, was wir rausgefunden haben. Wenn uns der Hund nicht aufgefressen hat. Oh, Sam. Man weiß ja nie. Viel Glück. Ja, viel Glück. Und bis morgen. Bis morgen. Und macht euch keine Sorgen. Nachdem die Heudorfer nach Haus gegangen waren, wurde es im Lager sehr still. Die Sonne versank wie ein glühender Ball im See und aus der Ferne hörte man die Kirchturmuhr 9-mal schlagen. Emil, Liv und Sam schnappten sich die Taschenlampen, die ihnen die Heudorfer Kinder mitgegeben hatten, und machten sich gemeinsam mit Captain Toller auf den Weg zum Haus von Herrn Eckert. Der Mond ging auf und seine silberne Scheibe spiegelte sich märchenhaft schön im Wasser. Eine ganze Weile gingen sie am Ufer entlang, bis sie auf die andere Seite des Sees gelangten. Dort verließen sie das Ufer und schlugen den Weg quer durch den Wald ein. Schließlich... Da ist der Zaun. Kommt her! Lasst uns drüber klettern. Okay. Ich mach die Räuberleiter. Gehst du zuerst, Liv? Ich meine, wegen dem Hund. Na, schon verstanden. Wenn er wirklich beißt, dann soll er mich besser beißen, richtig? Na ja, du hast doch selber gesagt, dass du mit Hunden gut kannst. Also los. Und... Bin oben. Und? Siehst du was? Kein Hund zu sehen. Im Haus brennt Licht. Ich spring jetzt runter. Liv? Liv, ist alles klar? Himmel, der Hund! Liv, jetzt sag doch was! Reingelegt! Oh, Liv. Oh, Mensch, du hast uns ja ganz schön dran gekriegt. Oh Mann. Okay, ihr tapferen Fußballretter. Die Luft ist rein. Ihr könnt kommen. Okay. Nimm meine Hand. Ja, Sam. So. Ui, das ist anstrengend. Schon da. Seht mal, da hinten ist das Haus von diesem Herrn Eckert. In einem Zimmer brennt Licht. Lasst uns zum Fenster schleichen. Aber leise, ja? Bleibt in Deckung. So, ich schau rein. Und Emil, siehst du was? Das gibt's doch nicht. Emil. Das werdet ihr nicht glauben. Emil. Psst. Da drin sitzt die gesamte Hasenberger Mannschaft mit Herrn Ecker zusammen. Psst. Die Heudorfer haben keinen Botschafter geschickt. So wie es aussieht, treten die kleinen Würstchen morgen tatsächlich gegen uns an. Umso besser. Heute haben sie ihre erste Abreibung bekommen. Und morgen werdet ihr sie erneut vom Platz fegen. Ja. Also doch. Schiri steckt mit den Hasenbergern unter einer Decke. Psst. Ja, vom Platz. Genialer Plan. Aber wie sollen wir das machen? Die Kleinen spielen nicht schlecht. Außerdem haben sie sich Verstärkung besorgt. Wir dürfen auf keinen Fall verlieren. Keine Sorge, das werdet ihr nicht. Ihr müsst nur früh genug diesen Paul ausschalten. Das ist ein guter Stürmer. Passt auf, in den ersten 5 Minuten lässt sich einer von euch fallen und tut so, als hätte er sich verletzt. Verstanden? Okay. Und dann? Dann gehe ich zu dem verletzten Spieler und sehe nach ihm. Das Spiel lasse ich weiterlaufen. Dann kannst du diesen Paul umhauen, Luca. Und zwar ohne, dass ich es gesehen habe. Und ohne, dass ich pfeifen muss. Dieser schleimige, schmierige Schummelschiedsrichter. Gemeinheit. Der Schiri will betrügen. Hey, was war das? Was muss der Kölle rügen? Habt ihr das auch gehört? Das kam vom Fenster. Mist. Runter. Was soll da draußen schon sein, Luca?
Da ist der Wald, da wimmelt's nur so von Tieren. Du hast wohl schon die Hosen voll wegen morgen, was? Ja, ja, ja. Ich? Ja. Das war knapp. Kannst du nicht einmal flüstern, Tolle? Psst. Ich frag mich bloß, ob die Aktion mit Paul ausreicht, damit die Heudorfer aufgeben. Ich hab noch was viel Besseres auf Lager. Wir wässern das Spielfeld und verwandeln es so in eine Rutschbahn. Na, was haltet ihr davon? Warum das denn? Die Kleinen aus Heudorf sind zwar gute Techniker, aber mit ihren ausgelatschten Turnschuhen auf einem pitschnassen Rasen machen sie keinen Stich. Sie haben keine Stollen, so wie ihr. Na klar, die werden ausrutschen. Die werden mehr im Dreck liegen, als auf zwei Beinen laufen. Eine super Idee, Herr Eckert. Wie gemein. Also, dann ist ja alles besprochen, oder? Und nach dem Spiel will ich eure komplette Mannschaft hier antreten sehen, kapiert? Mein Garten sieht aus wie ein Urwald. Ihr schneidet die Büsche zurück, jätet das Unkraut, fällt die Bäume und dann verlegt ihr die Platten, verstanden? Auch noch Platten verlegen? So war die Abmachung. Ich helfe euch gegen die Heudorfer und ihr bringt meinen Garten wieder auf Vordermann. Komm mir jetzt nicht komisch, ja? Außerdem habt ihr meinen ganzen Teppich mit euren Schuhen dreckig gemacht. Das könnt ihr morgen auch gleich wegputzen, klar? Ja, ja, Herr Eckert. Ist ja schon gut. Der Tolle hört ein Hündchen. Das dreht hier seine Hündchen. Mist, lasst uns verschwinden, bevor der Hund Alarm schlägt. Wir haben genug gehört. Okay, ab über den Zaun. Liv, du zuerst. Ja, gut. Was ist denn da los? Warum bellt der blöde Hund denn? Bin oben. Jetzt du, Emil. Ich komme. Sei endlich leise, Brutus. Man versteht ja dein eigenes Wort nicht. Sam, komm hoch. Hier, meine Hand. Danke. Mach schnell, der Hund ist gleich da. Okay. Bin oben. Gut, nichts wie weg hier. Ja. Tschüss, Brutus. Pech gehabt, mein Lieber. Oh, das war knapp. Oh ja, Glück gehabt. Die Plemos rannten zurück durch den Wald, zurück am Ufer entlang, zurück zum Lager am See. Nun kannten sie zwar den Plan der Hasenberger, doch was konnten sie dagegen tun? Zum Nachdenken waren sie viel zu müde. Alle legten sich in die mitgebrachten Schlafsäcke und schliefen sofort ein. Alle? Nein, nicht alle. Noch lange betrachtete Sam die Kronkorken auf der Wand des Wachturms. Und dann kam ihm eine Idee. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, beim Rückspiel der großartigen Mannschaft von Hasenberg gegen die lieben Kleinen aus Heudorf. Uns alle erwartet ein großes Fußballfest der Hasenberger und die Kleinen aus Heudorf können heute sicher eine ganze Menge dazulernen. Das Spiel beginnt in einer Viertelstunde und bis dahin haben Sie noch ausreichend Gelegenheit, sich ein leckeres Würstchen oder eine kühle Limonade zu kaufen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Oh Mann, der schon wieder. Ich kann sein parteiisches Gequassel nicht mehr hören. Sind alle da, Emma? Fast, Paul. Jesse fehlt noch, ansonsten ist die Mannschaft vollzählig. Wo sind nur Sam, Liv und Emil? Mist. Die wollten uns doch helfen. Was machen wir denn jetzt? Hey, da kommt Jesse. Hi, Leute. Tut mir leid, aber ich habe seit heute Morgen hinterm Stadion das Hechten geübt und dann wohl die Zeit vergessen. Und? Klappt's jetzt? Naja, geht so. Meine Schulter tut ganz schön weh. Oh weia. Aber ich habe gesehen, wie die Hasenberger mit einem riesigen Feuerwehrschlauch zum Stadion unterwegs waren. Habt ihr eine Idee, was die damit vorhatten? Ein Schlauch? Nee, keine Ahnung. Wo nur die Playmos stecken. Da drüben, da kommen sie. Oh, hallo. Tut uns leid, aber wir mussten noch was besorgen. Und? Konntet ihr Herrn Eckert und die Hasenberger belauschen? Was haben sie vor? Erzählen wir euch gleich. Jetzt brauchen wir erstmal ganz schnell eure Schuhe. Ja. Unsere Schuhe? Was habt ihr denn da an dem Beutel? Kronkorken von eurem Wachturm. Deswegen haben wir auch so lange gebraucht. Unsere Kronkorken?
Ihr habt sie alle abgeschraubt? Ja, um sie bei euch an die Schuhsohlen zu schrauben. Ganz einfach, Emma. Was? Versteht doch, die Hasenberger haben den Fußballplatz gewässert, damit der Rasen rutschig ist. Wenn ihr keine Stollen an den Schuhen habt, dann werdet ihr mehr rutschen als laufen. Dafür haben sie also den Wasserschlauch gebraucht. Und weil ihr keine echten Fußballschuhe mit echten Stollen habt, basteln wir euch eben welche. War eine Idee von Sam. Cool. Finde ich auch. Und jetzt her mit euren Schuhen. Achtung, Achtung, das Rückspiel um die Lichtung am Mondsee kann beginnen. Die Mannschaften haben sich bereits aufgestellt. Schiedsrichter ist wieder einmal der neutralste von uns allen, der wunderbare, freundliche Herr Eckhart. Bei ihm stehen die beiden Kapitäne Paul und Luca. Was soll das denn sein? Etwa Fußballstollen? Das wird euch auch nicht helfen. Die Schuhe kannst du gleich auf den Müll werfen. Wart's ab, Luca. Wir kennen eure fiesen Tricks. Und wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ruhe, Heudorfer! Sonst gibt's gleich eine gelbe Karte. So, jetzt losen wir erstmal die Seiten aus. Was nehmt ihr? Luca, Kopf oder Zahl? Zahl. Klar. Köpfchen ist ja nicht so deine Sache. Hey, du Kleiner. Hey, hey, hey. Also gut. Hasenberg wählt Zahl, Heudorf hat Kopf. Und hepp. Und? Zahl, du kannst wählen, Luca. Ich hab die Münze gar nicht gesehen, Herr Eckert. Sie haben sie mit ihrer Hand abgedeckt. Willst du etwa sagen, ich betrüge, Heudorfer? Na also, und jetzt stell dich nicht so an. Zeig lieber im Spiel, was du drauf hast. Und, Luca? Wir wählen diese Seite, Herr Eckert. Wir haben lieber die Sonne zuerst im Rücken als im Gesicht. Also gut. Los geht's. Anstoß für Heudorf. Das Spiel beginnt mit hohem Tempo. Lilly zu Paul. Paul verliert den Ball. Gegenangriff der Hasenberger. Tom zu Vin. Vin im Doppelpass mit Sky. Sky umdribbelt Emma und passt mit einem weiten Ball zu Luca. Emma grätscht dazwischen und nimmt Luca den Ball ab. Sauberes Tackling. Sie schaut, spielt weiter auf Paul. Paul nimmt an. Ah, herrlich, wie er den Kopf hochnimmt und den Ball zu Luis passt. Luis direkt zu Paul. Ja, so haben sie es geübt. Paul geht mit dem Ball... Entschuldigung, Gerrit? Ja, was ist denn? Du bist der Erzähler, nicht der Fußballkommentator. Oh, aber es ist so spannend, weißt du? Gerrit, du erzählst unsere Geschichte. Ohne dich geht's nicht weiter. Okay, okay, sorry. Dann jetzt als Erzähler, ja? Die Kronkorkenstollen gaben den Heudorfern guten Halt auf dem rutschigen Rasen. Emil, Liv und Sam saßen gemeinsam mit Lilly auf der Auswechselbank. Gebannt verfolgten sie das Spiel. Ja, Emma, super! Gib ab! Schieß, Paul! Schieß doch! Oh, Mist! So Mist! Abgewehrt! Seht mal, Herr Paul hat schon wieder den Ball. Er stürmt aufs Hasenberger Tor. Und Luca ist hinter ihm. Hey, einer der Hasenberger lässt sich fallen. Der Schiedsrichter geht zu ihm hin. Er lässt das Spiel weiterlaufen. Oh nein. Wenn der Schiedsrichter nicht guckt, wird Luca Paul faulen. Es läuft so, wie sie es geplant haben. Läuft es nicht, Leute. Passt auf, was passiert. Paul! Nanu? Paul lässt den Ball liegen. Und geht zu dem Hasenberger, der am Boden liegt. Und alle anderen Heudorfer auch. Luca kommt gar nicht an Paul ran. Wie clever, Emil. Der Hasenberger Spieler mit der Nummer 5 liegt am Boden. Die Mannschaft der Heudorfer geht geschlossen zu ihm hin. Was soll denn das? Das Spiel ist doch noch gar nicht abgepfiffen. Die Nummer 5 liegt immer noch am Boden. War das ein Foul der Heudorfer? Warum pfeift der Schiedsrichter da nicht ab? Sie haben sich selber reingelegt. Wenn Eckhart jetzt nicht abpfeift, finden die Zuschauer das gegenüber dem Spieler am Boden gemein. Schiedsrichter, Telefon! Deine Mama wartet schon! Schiedsrichter, Telefon! Deine Mama wartet schon! Er hat gepfiffen. Tja, Herr Eckhart, das hat wohl nicht geklappt. Seht mal, der Hasenberger steht wieder auf und läuft weiter. Schauspieler, Schauspieler! Den Trick können die Hasenberger nicht nochmal machen. Haben
so etwas schon gesehen, liebe Zuschauer. Das Spiel geht weiter, obwohl ein großartiger Spieler aus Hasenberg von den gemeinen Heudorfern gefoult wurde. Ein Skandal! Selber Skandal! Das war doch kein Foul, sondern ein mieser Trick! Dieser Stadionsprecher ist echt das Letzte. Und die unsportliche Mannschaft aus Heudorf nutzt es auch gleich aus und stürmt auf das Hasenberger Tor. Aber das geht ganz bestimmt in die Hose. Langsam geht mir dieser lallende Laberlautsprecher gewaltig auf den Keks. Wir müssen was machen. Tolle, komm mal mit. Ich hab da eine Idee. Der Tolle fliegt dir hinterher. Das fällt einem Vogel gar nicht schwer. Hier, gib ab. Hey, schaut mal. Emma hat den Ball. Super. Das mit den kurzen Pässen klappt echt gut. Paul steht frei. Gib ab, Emma. Gib ab. Hier rüber. Ja. Na, mach schon. Okay. Hier, ich stehe frei. Jetzt spiel schon endlich. Zieh ab, Paul. Zieh ab. Yeah. Tor. Super! Nach dem Tor der Hasenberger gestern und unserem Tor heute steht es jetzt unentschieden. War das wirklich ein Tor für Heudorf? Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Wahrscheinlich hat der Schiedsrichter das Abseits übersehen. Also jetzt reicht's aber. Das war ein astreines Tor. 1:0 für Heudorf? Nein, ob sich der Schiedsrichter da mal nicht verguckt hat. Egal. Das war mit Sicherheit das erste und letzte Tor der langsam sehr müde und schwach wirkenden Heu. Na nun, was ist denn das? Was macht denn dieser Papagei hier? Nicht auf meinen Kopf. Super gemacht, Tolle. Ja, stimmt. Der Tolle meint, du hältst den Schnabel. Sonst wird es für mich gleich wieder Arbeit. Hey, halt! Geh damit, du Mistvieh! Hilfe! Mein Ohr! Lass mein Ohr nur! Aua! Du gehst uns nämlich auf den Wecker. Doch deine Ohren schmecken lecker. Nicht! Verehrte Zuschauer, ich muss an dieser Stelle... Halt! Kurz unterbrechen! Super! Emil und Tolle haben's geschafft. Der gibt erstmal Ruhe. Sieh mal, Liv, es geht weiter. Luca hat den Ball. Aber Emma ist gleich bei ihm. Pass auf, Emma! Das war ein Foul! Er hat Emma einfach umgeschubst. Herr Eckert pfeift nicht ab. Er lässt weiterspielen. Das geht so nicht. Oh, Luca steht frei vor unserem Tor. Pass auf, Jesse, er schießt! Hechten! Tor für Hasenberg. 1:1. Jesse ist nicht nach dem Ball gehechtet. Er hat sich nicht getraut. Halbzeit. Mist. Jetzt haben wir echt ein Problem. Alle zu mir, Leute. Kommt her. Wenn wir keine Tore mehr schießen, dann ist unser Lager am See für immer verloren. Keine Angst, Jesse. Das wird nicht passieren. Ihr habt super gespielt. Ihr habt nur ein Tor kassiert, weil Eckart mal wieder bei einem Foul weggeschaut hat. Und wie geht es jetzt weiter? Emma ist verletzt. Für sie geht Lilly rein. Dann müssen wir jemand aus dem Mittelfeld abziehen und den Sturm verstärken. Wir müssen einfach Tore schießen. Was meinst du, Sam? Wäre das was für dich? Na klar. Wir spielen mit zwei Spitzen statt bisher mit einer. Gut. Geh zu Herrn Eckart und sag ihm, dass wir dich einwechseln, ja? Okay. Und was ist mit mir? Mit dir? Was soll mit dir sein, Jesse? Naja, ich dachte, weil ich den Schuss von Luca nicht gehalten habe, weil ich mich nicht gehechtet habe und du mir gezeigt hast, wie es geht, Liv, dachte ich, du willst vielleicht... Nein, Jesse, will ich nicht. Ich finde, du bist ein super Torwart und ich bin mir ganz sicher, dass du das mit dem Hechten auch noch schaffst. Meinst du echt? Ganz echt. Du musst nur an dich glauben. Ihr müsst alle nur an euch glauben, dann packen wir das. Okay. Gut. Gut. Passt auf, ich kenne da so einen Anfeuerungsspruch. Los, bildet einen Kreis. Und jetzt alle zusammen. Was sind wir? Freunde! Freunde.
Ich kann euch nicht hören. Wir sind unschlagbare Freunde. Die zweite Halbzeit beginnt rasant. Anspiel Hasenberg. Lilly geht dazwischen, angelt sich das Leder. Kurzer Rückpass zu Jesse. Jesse mit weitem Abschlag in die gegnerische Hälfte. Oh, gekonnt stoppt Sam den Ball mit der Brust. Aus dem Augenwinkel sieht er Paul neben sich. Doppelpass. Herrlich, zwei Hasenberger laufen ins Leere, prallen gegeneinander und fallen um wie zwei Kegel auf der Kegelbahn. Sam zieht ab. Vollspann. Oh, Latte. Der Ball kommt zurück ins Spielfeld. Gerrit? Ja, was ist denn? Okay, sorry. Also dann nochmal von vorne. Die Heudorfer hatten neuen Mut geschöpft. Liv feuerte sie vom Spielfeldrand aus an. Die Hasenberger gaben alles, doch jetzt mussten sie gegen die Sonne spielen. Jesse schoss den Ball weit ab zu Sam. Mit einem kurzen Doppelpass spielten Sam und Paul die Hasenberger Abwehr aus. Plötzlich stand Sam frei vor dem Tor. Er schoss. Der Ball prallte an die Latte und von der Latte zurück ins Spiel. Mit einem Flugkopfball hechtete Paul ihm entgegen und legte Sam erneut auf. Und Sam? Tor! Ja! Tor! Ja! Sam! 2-1! Wir gewinnen! Emma, wir gewinnen! Wieso? Nach dem Hin- und Rückspiel steht es doch nun 2-2. Ja, aber wir haben in einem Spiel mehr Tore geschossen als die Hasenberger. Damit wären wir die Sieger. Bis jetzt. Noch hat der Schiri nicht abgepfiffen. Da! Hasenberg ist am Ball. Mist! Luca ist an Lilly vorbei. Er schießt! Pfosten! Oh, Glück gehabt. Jesse stand in der anderen Ecke. Luca hat schon wieder den Ball. Los, Paul, hol ihn dir! Ja, Paul! Grätschen! Hä? Was war denn das? Der Schiri hat faul gepfiffen. Aber Paul hat Luca doch gar nicht berührt. Faul! Und was für ein brutales. Dafür gibt's Rot, Freundchen. Hey, Rot? Das gibt's doch nicht. Was? Schieber, er stellt Schieber, Paul vom Platz? Schieber, oh, das gibt's doch nicht. Hasenberg bekommt 11 Meter? Das war doch kein Foul. Und wenn, dann war es 3 Meter vor dem 16er. Das ist Betrug. Oh Mann, es sind nur noch wenige Sekunden und wir hatten den Sieg schon so gut wie in der Tasche. Oh nein, jetzt wird's ernst. Luca legt sich den Ball zurecht. Los, Jesse, den hältst du. Du schaffst das, Jesse, ich weiß das. So, ihr Heudorfer Heuköpfe. Jetzt sagt schön Tschüss zu eurem Lager am See. Hier kommt euer Abschiedstor. Oh, dieser Angeber. Ich kann gar nicht hingucken. Sag mir, wenn's vorbei ist, ja? Daumen drücken, Leute, Daumen drücken. Luca schaut. Er läuft an. 3, 4 Schritte. Er schießt und... Ah. Gehalten! Ja! Er hat es geschafft, er hat es echt geschafft. Oh, jetzt muss der Schiri abpfeifen. Das Spiel ist vorbei. Aber was macht er denn? Oh, das gibt's doch gar nicht. Eckart lässt weiterspielen. Er will einfach nicht einsehen, dass wir gewonnen haben. Abpfeifen! Abpfeifen! Hallo? Funktioniert. Liebe Zuschauer, da der Schiedsrichter offensichtlich seine Uhr zu Hause vergessen hat, möchte ich Ihnen kurz erzählen, warum der neutralste von uns allen, der wunderbare, freundliche Schiedsrichter Herr Eckert, in diesem Spiel und auch schon in dem Spiel gestern so parteiisch gepfiffen hat. Herr Eckert hat nämlich den Hasenbergern versprochen, für sie zu pfeifen, wenn sie ihm dafür den Garten auf Vordermann bringen. Wer ist das? Das stimmt nicht! Und ob es stimmt, liebe Zuschauer, wir selbst haben das gestern Nacht belauscht. Und wissen Sie was? Die gesamte Hasenberger Mannschaft war in Herrn Eckerts Haus. Wer es nicht glaubt, soll nur mal auf den Teppich in seinem Wohnzimmer gucken. Da sieht man noch ihre Schuhabdrücke. Stimmt's, Luca? Naja. Wehe, du sagst was. Ach, was soll's. Wir haben eh verloren und ich habe auch keine Lust, ihren blöden Garten umzugraben. Ja, es stimmt. Also, Herr Eckert, wie wär's? Hören Sie endlich mit dem Schummeln auf und pfeifen Sie das Spiel ab, hm? Abpfeifen! Abpfeifen!
Pfeifen! Abpfeifen! Alter Gott! Das Spiel ist aus und damit gewinnt Heudorf nach den mehrgeschossenen Toren in einem Spiel. Das Lager am See gehört der Mannschaft aus Heudorf. Juhu! Juhu! Gewonnen! Was sind wir? Freunde! Ich kann euch nicht hören. Wir sind unschlagbare Freunde! Der Jubel der Heudorfer war unbeschreiblich. Die Spieler fielen sich in die Arme. Die Zuschauer hielt es nicht mehr auf den Sitzen. Sie sprangen auf, klatschten und hatten Freudentränen in den Augen. Und die Hasenberger? Von den Hasenbergern war nichts mehr zu sehen und zu hören. Kleinlaut zogen sie vom Platz. Eines stand nun ein für allemal fest. Die Lichtung am See gehörte ab jetzt den Heudorfern. Das musste gefeiert werden. Am Abend trafen sich die Plemus mit ihren neuen Freunden am Mondsee. Und viele neue Kronkorken von Limonadenflaschen fanden ihren Platz an der Wand des Wachturms. Das war super von euch, echt. Vielen Dank. Ach, nicht der Rede wert. Hat doch Spaß gemacht. Und ich glaube, von Herrn Eckert habt ihr auch nichts mehr zu befürchten. Das glaube ich auch. Der pfeift so schnell kein Spiel mehr. Hey, das ist doch... Luca, was machst du denn hier? Jesse hat mich eingeladen. Das stimmt. Ich denke, jetzt nach dem Spiel können wir doch einfach mal eine Limo zusammen trinken, oder? Super Idee, Jesse. Man muss ja nicht immer gegeneinander spielen. Man kann ja auch mal miteinander spielen. Genau, und wo Platz ist für ein Lager am See, ist vielleicht auch Platz für ein zweites. Echt? Ist das euer Ernst? Klar, schwamm drüber wegen den Fouls. Spielt in Zukunft einfach fair. Dann lassen wir euch vielleicht auch mal gewinnen. Der war gut. Hey, wer will eine Limo? Ich. Ich auch. Hier, bitte. Hey, seid mal leise. Ich höre was. Was ist denn? Schritte. Draußen auf der Treppe. Oh Mann, Tobi kommt zurück. Keiner bewegt sich. Luca, bleib doch endlich stehen. So, endlich fertig mit Mathe. Hat doch länger gedauert als... Nanu? Hey, da hat sich doch eine Figur bewegt. Die mit der Flasche in der Hand. Hä? Was machen die Playmos denn überhaupt dort drüben? Ich hab die doch alle ins Stadion gestellt. Das gibt's doch gar nicht. Hey, Tobi. Hier ist noch dein Hausaufgabenheft. Das hast du unten vergessen. Was ist denn los? Was guckst du denn dein Spielzeug so komisch an? Ich glaube, ich werde langsam verrückt, Mama. Mach dir keine Sorgen, das geht mir auch ständig so. Ich räume den ganzen Tag auf und trotzdem schafft ihr Kinder es in 0, nichts, dass alles wieder so aussieht wie vorher. Zum Verrücktwerden, nicht? Kommst du gleich runter? Es gibt bald Abendessen. Okay, aber das ist echt verrückt. Total verrückt. Ich hab's genau gesehen. Ich hab's genau gesehen. Fassungslos stand Tobi in seinem Zimmer und hielt die Figur mit der Limoflasche in der Hand. Er konnte es nicht glauben, und doch war er sich ganz sicher. Sie hatte sich bewegt und war erst dann stehen geblieben, als er ins Zimmer gekommen war. Tobi schwor sich, nicht locker zu lassen, bis er dem Rätsel ein für allemal auf den Grund gegangen war. Und tatsächlich... Schon wenige Tage später wusste er ganz genau, was jedes Mal geschah, wenn er aus dem Zimmer ging und seine Plemos alleine ließ. Doch das ist eine andere Geschichte. Und los! Sie reiten durch die Berge, fahren übers Meer. Sie finden große Schätze, jagen Dieben hinterher. Zusammen geht es besser, da macht's ihnen richtig Spaß. Zusammen sind sie spitze, denn sie bewegen was. Was sind wir? Freunde, unschlagbare Freunde, ja das sind wir, was sind wir, Freunde, die Playmos sind ein Team. Juhu! Ja! Sie haben ein Geheimnis, erleben Abenteuer, erzählen sich Geschichten, nachts am Lagerfeuer. Gute Freunde helfen immer, das ist doch sonnenklar. Gute Freunde sind das Größte und sie sind wunderbar. Und los! Was sind wir? Freunde, unschlagbare Freunde. Ja, das sind wir.
ihr? Freunde! Ich kann euch nicht hören! Wir sind unschlagbare Freunde! Sie haben sich gefunden, sie gehen durch dick und dünn. Und bist du mal alleine, dann weißt du jetzt wohin. Sie sind die besten Freunde, sie sind ein gutes Team. Der eine steht zum anderen, sie bekommen alles hin. Und los! Was sind wir? Freunde, unschlagbare Freunde. Ja, das sind wir. Was sind wir? Freunde. Die Blumen sind da. Ich kann euch nicht hören! Wir sind unschlagbare Freunde!